So, jetzt aber ganz kurz einmal die zwei Torschützen vom VfR Wilsche. Einmal Timon Steeb und Fabian Kremeike. Insgesamt 2:0 für den VfR Wilsche gegen die SVG Vorn. Ja, ich nutze noch einmal die Gelegenheit, den nächsten Unparteiischen hier heute vorzustellen. Matthias Heimann ist der Routinier unter den drei Schiris mit 45 Jahren. Er ist seit insgesamt fast 10 Jahren aktiv und pfeift bis zur Kreisliga. Des Weiteren ist er auch ehrenamtlich tätig beim, ich glaube, Germania Ummern heißt das, ist er Spartenleiter. Genau, VfL Germania Ummern. Ist er Spartenleiter, also ein ziemlich breit aufgestellter Sportsmann hier. Vielen Dank, Matthias, dass du hier heute für uns die Spiele leitest. Ja, alles ist drin in dieser Partie. 1:2 verkürzt, Mathis Hasshagen. Das ist viel, viel Zeit noch in diesem Spiel. Alles ist drin. Thank you.
Ja, Mario Petri macht es hier nochmal richtig spannend und gleicht aus zum 2:2. Die letzten zwei Minuten brechen gleich an, auch in dieser Partie organisatorischer Hinweis. Danach ist eine kurze Pause. Wir bereiten uns vor dann für die Tombola. Nutzt die letzten zwei Minuten, um nochmal reichlich Lose zu kaufen für all die fetten Preise, die wir gleich aufbieten. Ein Wochenende Cabrio T-Rock, mehrere Trikots, VIP-Tickets vom VfL oder den Eishockey Grizzlies, ein Kaffeevollautomat, Soundbox etc. pp.